Hallo liebe Buschkraftfreunde, heute hat mir meine Familie ein paar Stunden Auszeit gegönnt und diese Zeit möchte ich nutzen, um für Outdoor-Willi eine Videoantwort zu drehen, und zwar für seine 150 Abonnenten-Challenge. Seine Aufgabe ist es, baut für mich einen Buschkraftstuhl oder eine Hängematte mit möglichst natürlichen Materialien. Ich werde heute eine Hängematte bauen, und zwar aus Waldrebe. Das ist dieses Material. Die bricht praktisch nicht und sie hält auch sehr viel Zug aus. Darum ist die Waldrebe für uns Buschkrafter eine sehr wertvolle Pflanze für Bindungen und Befestigungen. Ich möchte natürlich Willi noch gratulieren zu seinen 150 Abonnenten. Ich finde, du hast wirklich einen tollen Kanal mit sehr, sehr kreativen Basteleien, zum Beispiel deine kleine Handsäge oder deine Fischerei, die du gebaut hast. Natürlich sind deine Kanuausflüge auch immer sehr spannend. Also, Dankeschön für die tollen Videos, Willi. Für den Bau der Hängematte benötige ich 5-6 lange Stränge der Waldrebe. Die Waldrebe sieht so aus. Es ist eine Kletterpflanze, eine lianenartige Kletterpflanze aus der Familie der Clematis. Und diese Stränge sind unheimlich stabil und flexibel. Und darum eignen sich diese Waldrebe sehr gut, um eine Hängematte zu bauen. Ich werde jetzt versuchen, ein paar möglichst lange Stränge der Waldrebe vom Baum zu reißen. Lianenstrang. Ihr seht, der ist ultra flexibel und bärenstark. Hier am Boden seht ihr die Waldrebenstränge, die ich gesammelt habe. Das sind etwa 5 Stück und die sind alle mindestens 5 oder 6 Meter lang. Und aus diesen Waldrebensträngen werde ich zwischen diesen beiden Bäumen eine Hängematte knüpfen. Irgendein Geflecht, das als Hängematte benutzt werden kann. Und das einzige Werkzeug, das ich dafür verwende, ist mein Victorinox-Taschenmesser. Ich habe jetzt einen Strang gezogen und dieser Strang hält schon mein Gewicht aus. Jetzt werde ich mehrere solcher Stränge ziehen und dann irgendwie quer verflechten, weiß noch nicht genau wie, aber ich bin schon sehr optimistisch, dass das gut funktioniert.
möchte euch noch kurz den Unterschied zeigen zwischen einer Efeu-Ranke und einer Waldrebe. Die Efeu-Ranke bricht, wenn man sie biegt, und die hat auch so keine Zugkraft, also das hält nichts. Und die Waldrebe ist sehr flexibel, bricht praktisch nicht und die zieht man nicht auseinander. Also die hält ultra fest. Darum verwendet für den Bau einer Hängematte oder sonst einer Konstruktion die Waldrebe. So, ich habe jetzt zwei Stränge gezogen. Ich werde jetzt noch weitere Stränge anbringen. Und damit ich etwas Akku sparen kann, melde ich mich später wieder, wenn ich 4 oder 5 angebracht habe. So, ich habe nun 4 Lianenstränge gespannt. Ich denke, das reicht. Sieht so aus. Muss ich mit Querverflechtungen schauen, dass diese 4 Stränge etwas auseinander gehalten werden. Ich werde wieder Waldrebe benutzen und ich melde mich, wenn ich fertig bin. Jetzt habe ich die Querverflechtungen angebracht. Meine Hängematte sieht nun so aus. So, nun bin ich fertig. Da fällt mir ein, in der Kindheit. Haben wir diese trockenen Waldreben geraucht. Pfui Teufel! Heute baue ich lieber Hängematten draus und die ist bombenfest, garantiert. So, Willi, nochmals Gratulation zu deinen 150 Abonnenten. Ich hoffe, dir gefällt meine Videoantwort und bis zum nächsten Mal. Tschüss.